So, hallo und willkommen zu diesem weiteren kleinen Video auf meinem Kanal. Und das wird ein kleines bzw. kurzes Video. Ich habe jetzt schon einige Zeit nichts mehr von mir hören lassen, nicht vor der Kamera. Und das soll aber nicht bedeuten, dass ich nicht im Hintergrund so ein kleines bisschen tätig bin. Und deswegen gibt es jetzt für die Vienna Comic Con, die was ja Ende nächster Woche noch stattfinden wird, ein kleines Update. Ich habe schon mal zwei Interviews vereinbaren können und dementsprechend möchte ich jetzt auch zwei kleine Ankündigungen machen. Als erstes Interview, das ich ansprechen möchte, werde ich führen mit einem Verein bzw. mit einem Repräsentanten dieses Vereins, und zwar von Cosplay Entertainment Austria, die Cosplay mit einer ganz wundervollen sozialen Komponente verbinden. Sie setzen sich nämlich sehr stark für schwerkranke Kinder ein, und das ist etwas Wunderbares, wie ich finde. Die waren jetzt schon alle wieder mal auf Conventions vertreten, und auf der Vienna Comic Con werden sie ebenfalls zugegen sein, und ich werde mich ein bisschen mit denen unterhalten. Werden uns ein bisschen über den Verein unterhalten, über deren Tätigkeit und natürlich auch die Mitglieder. Ich freue mich da sehr drauf, dass die Zeit ganz einfach da ist, dass man mit mir ein Interview überhaupt macht. Das zweite Interview, was ich ebenfalls habe vereinbaren können, habe ich mit einer Cosplayerin namens Kim Kaguya. Ich habe jetzt leider verabsäumt, die Erlaubnis einzuholen, dass ich für die Ankündigung ein Foto verwenden darf. Für das muss ich mich entschuldigen. Ich werde aber den Instagram-Account der jungen Dame bei mir unten in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr selber ein Bild darüber machen. Aber auch da freue ich mich schon sehr darauf und hoffe natürlich, dass ein paar Interviews im Endeffekt nachher da zustande kommen, so wie es zustande kommen sollen. Es ist nämlich bis, also Stand zu dem Video, ist es immer nur so, dass kein richtigen Programmplan, also von der zeitlichen Abstimmung her, von der Vienna Comic Con gibt. Und die ganze Sache hat natürlich auch immer eine starke zeitliche Komponente, wann macht man was. Aber sehen wir mal gute Dinge, es war vereinbart, dass die zwei Interviews stattfinden, durchgeführt werden, und ich persönlich freue mich schon sehr auf beide und hoffe natürlich auch, dass ich es eigentlich dann auf dem Kanal zeitnah präsentieren kann. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich wollte gerade wieder mal was von mir hören lassen, nicht, dass man meint, ich bin überhaupt nicht mehr da. Wie gesagt, spätestens zur Vienna Comic Con sollte es dann wieder Videos geben. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Convention in dem Jahr werden wird. Freue mich natürlich schon sehr und ich hoffe, eigentlich geht es gleich. Und damit verabschiede ich mich nachher wieder. Sag natürlich wie immer danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich schon relativ bald von der Convention wieder.